come on, come on, I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor, living on the edge. My stomach hurts, I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about zero. Pull a trigger, kill a brother, he's a hero. Give the crack to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship and don't plan deal, brothers. Giving guns, step back, watch you kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two yeah. shots in the dark, now Huey says. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless you share it with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how we're supposed to be. How can the devil take your brother if he's close to me? Back to when we played as kids, but things change. That's the way it is. You're my brother, you're my sister. I know way it is, way it is. Some things will never change. Yeah! Oh, damn. What's the fucking name? Emma! Danke. Liebe ich. Yeah. Geiler Song. Wow. Wow. Tupac hat doch mal gesagt, hier, only God can judge me. Heute müsst ihr leider auch judgen, aber ihr könnt erstmal euer Feedback geben. Ja, also erstmal, Tupac ist ja wirklich knallharte Straßenrap-Musik. Und guck mal, was für ein schönes Item Emma da mitgebracht hat als Glücksbringer. Gangster-Rap meets Kuschelbär. Schnucki. Aber ey, ja, genau. Dein Flow ist on point, ne? Dann kannst du auch noch singen. Also, ja, ey, Emma, wir haben es dir schon bei der Probe gesagt. Das hört man doch gerne, oder? Die Entscheidung wird immer härter und härter. Okay. Denn jetzt ist es soweit. Kommt bitte einmal alle auf die Bühne. Matti, Valentin, Hans, Lotta und Amira. Und jetzt liegt's an euch. Ja, Matti, Valentin, ihr seid totale Kreativmenschen. Du, Valentin, mit 11, schneiderst deinen eigenen Anzug, fängst auch noch hinterm Schlagzeug an zu singen. Amira, du hattest ein bisschen mit Schüchternheit zu kämpfen und du hast es geschafft, so ein ruhiges Stück, so eine Ballade, also eine Balladenversion von eigentlich einem Powerstück, heute genau in der richtigen Balance zu bringen. Hast dich getraut, gegen Ende mit der kräftigen Stimme trotzdem diese ruhigen Töne zu singen. Hans, so ein bisschen ähnliches Problem. Wir haben bei den ersten Proben gesagt, die tiefen Töne am Anfang sind schon schwierig. Aber wenn wir höher gehen, dann wird es halt hinten raus richtig hart. Aber du hast dich dem gestellt, wie es ein Sportler macht. Er sagt, ja klar, probiere ich. Und hast dabei schön geswingt und hast alle Coaches zum Aufstehen gebracht. Ja, Lotta, wow, du hast den Moment mit so viel Emotion gefüllt und dazu noch so sauber gesungen. Ich finde es unglaublich, dass man mit 14 so eine Technik auch schon hat, ne, dass man das kann. Ja, und Emma, das ist für uns natürlich auch so schön zu sehen, dass jemand in deinem Alter 90er-Hip-Hop verkörpert und dazu eben noch singen können, tanzen. Das ist das Gesamtpaket, was soll ich sagen. Top. Vielen Dank. Danke.